ersten Gespannaufnahmen von unserer Bonnie. Hört sie schon ihren Namen? Wedel, wedel, wedel. Also Bonnie war jetzt schon ein paar Mal mit dem Gespann, aber im Endeffekt hat sie das von vornherein ganz gut herausgefunden, wie das funktioniert. Hochintelligentes Mäuschen. Jetzt schauen wir mal. Bin ich eben mit ihr das erste Mal unterwegs. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Langsam. Hopp. Na los. Wow, okay, super. Wir gehen hier links. Links, links. Super. Heute haben wir die Müden. Und etwas, na, bis auf den Whisky und Coop. Man sieht es gleich bei den Sammys, muss ich erstmal einlaufen. Bonnie macht das super. Eine kleine Tour. Warum ich jetzt schon anfange zu filmen, ist eine sehr interessante Kurve. Wir müssen jetzt fast 360 Grad nach links dann laufen. Und das heißt für die, die Sammy habe ich vergessen einzuhängen. Wisst ihr? Und die Hunde müssen jetzt erstmal vorbeilaufen, obwohl sie wissen, dass ich hier rum will. Und das ist immer so eine coole Herausforderung. Okay, Jungs, weiter. Rechts, 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 langsam links, links, langsam. Das ist perfekt. Langsam, langsam. Und erst so kriege ich die Kurve rum. Jetzt natürlich, Fehler von mir, habe vergessen, die Sammy hinten einzuhängen. Halt. Kurzer Stopp. Und ihr seht, auch bei uns passiert das ein oder andere Malheur. Hier ist es so passiert, erst hatte ich die Sammy eine Position weiter vorne, dann hatte ich sie hintergepackt und dann glatt vergessen, die Zugleine hinten einzuhängen. Aber jetzt stimmt alles. Und jetzt geht es auch gleich weiter. Okay, Jungs, super. Klasse. Wow. So. Und das ist die Kunst. Obwohl die Hunde wissen, dass ich abbiegen möchte, ist es für die sehr, sehr wichtig, beziehungsweise für mich sehr, sehr wichtig, dass sie erst vorbeilaufen, bis der Wagen über den Scheitelpunkt hinaus gezogen wurde. Und erst dann auf Kommando umdrehen und den eigentlichen Weg reinlaufen, den ich möchte. Und umso länger das gespannt wird, umso wichtiger wird das Ganze. Beim Schlitten ist es noch überlebensnotwendiger, weil ich keine Möglichkeit habe, wie jetzt hier nach links und rechts zu lenken. Habe ich schon, aber nicht in diesem Maße. So, nachdem wir vom Cooper den Haufen weggemacht haben, geht es dann weiter. In dem Sinne, macht's gut, ciao.